Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback an diesem wunderschönen Tag. Ja, wir haben Neujahr, der 1. Januar ist da, tralala. Und es geht endlich weiter hier mit diesem wunderschönen Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, die Folge kommt am 1. Januar. Bevor wir jetzt die Mission mit dem Gambler weitermachen, muss ich kurz hier was absolvieren. Hä? Achso, da vorne. Oh, nein! Oh! Ich brauche unbedingt 2 Sterne, weil dann kann ich nämlich... Dann habe ich schon mal wieder einen Meilenstein fertig, weil ich will ja mein Auto noch weiter modifizieren. Und den GTI Clubsport. Und in der letzten Folge haben wir ja schon was gemacht daran, ne? Wenn du die Folge gesehen hast. Dann weißt du, was ich meine. Warte. Okay, schön Geschwindigkeit aufbauen und... Oh! Alter, es gibt's nicht. Ich will es doch einfach versuchen, okay? Sorry, ich lasse mich immer so schnell ablenken. Eigentlich wollte ich jetzt die Mission mit dem Gambler weitermachen, weil ich will unbedingt wissen, wie die Story weitergeht. Und ich bin gerade so ein bisschen dabei, die ganzen Projekte, die ich angefangen habe im letzten Jahr, mal ein bisschen fortzusetzen hier, weil ich auch selber Bock habe, drauf zu zocken. Und Need for Speed ist so ein Game, soll ich unbedingt weiterspielen. Aber ich bin dazu irgendwie noch nicht gekommen. Batz! Sehr gut. So, das müssen wir, glaube ich, noch einmal machen und dann können wir was am Auto modifizieren. Aber das müssen wir... Hä? Wieso ist da... Ah, ich wollte schon sagen. Nicht mit mir, Freunde. Ne? Und dann können wir nämlich am Auto wieder was machen. Und, da ist links noch so ein Blitzer, ne? Warte mal, wir könnten das eigentlich absolvieren. Weil dann hätten wir schon mal wieder einen Tuning-Part frei. Ich guck mal, was ich... Aber hier, wo ist denn das? Ist das hier? Unter der Brücke? Warte mal, das ist ja links. Das ist in einem Tunnel. Wo kommt denn der raus? Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir sind hier. Oh Gott, der Tunnel ist sehr lang. Ey, wollen wir das eben noch absolvieren? Weil dann hätten wir... Ach, wir müssen auch noch die Frax weitermachen. Aber da bin ich am überlegen, da könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Sollen wir das hier zusammen im Let's Play machen? Vielleicht sogar im Livestream die Frax? Frax! Dieses Auto ist irgendwo in der Welt zu finden. Es verschwindet in 56 Stunden. Ach du Scheiße. Oh. Wie? Okay. Irgendwo in der Welt, das ist gut. Ist das Zeichen jetzt ein Symbol? Wahrscheinlich einfach nur so ein Icon. Okay, boah, irgendwo in der Welt. Wo soll das denn sein? Okay, ich mach das mal im Tunnel. Was soll das denn für ein Auto sein? Dann schließe ich eben diese Aufgabe ab und dann kann ich nämlich meinen GTI Clubsport hier weiter modifizieren. Und dann gucken wir uns den Gambler an. Die neue Mission, Leute. Alter, die Markierung ist nicht dahingesetzt. Ah, da ist auch... Ah, da. Okay, 169 ist Stufe 1. Okay, warte mal. Sollten wir schaffen. So. Genau, und ich nehme gerade die Folgen ein bisschen im Voraus auf. Also, wenn eine Folge ausfällt, dann tut es mir leid, weil ich nehme das hier gerade am Abend auf und am Abend, bevor ich in den Urlaub fahre. Und ich hoffe, dass ich das zeitlich alles schaffe. Denn, liebe Freunde, ich habe eine großartige Nachricht. Wer sich für die Karre hier interessiert, für den Wagen, ja, und der möchte sehen, wie mein Auto in echt aussieht, der kann mal Instagram abchecken. Da habe ich ein Bild von meinem echten Auto am Start. Falls es überhaupt jemand interessiert, gerne mal reingucken. Wie viel brauchen wir denn für Stufe 2? Wenn das jetzt Stufe 1 ist, ist es natürlich blöd, wenn wir Stufe 2 direkt... Das wäre schon ziemlich nice, weil dann... 242... Das schaffen wir nicht, oder? Ich glaub 270 schafft er, aber komplett gerade. Ich will das einmal ausprobieren und dann machen wir die Story weiter. Sorry, Leute, ich lasse mich so viel ablenken. Hier gibt es ja auch so viel in der Stadt zu tun. Und es gibt jetzt auch den ersten Download-Content für Need for Speed Payback. Aber mir fällt auf... Das Spiel kommt nicht so mit dem Monitor hier klar, den ich habe. Den 144 Hertz. 290, ja klar. Okay. So, ich habe V-Sync alles an. V-Sync? Okay, wir singen. Boah! Wie viel? 243, haben wir es? Haben wir es geschafft? Es war ganz knapp. Ja, Tuning Außenspiegel freigeschaltet, Baby. Okay, Gambler ist markiert. Nice. Das ist ja schon mal nice.
So, mit dem DLC gibt es zwei neue Autos, unter anderem einen Mini Cooper. Ja, und, oh, das andere Auto weiß ich gerade nicht auswendig. Und bald haben die heute angekündigt, soll es Free Roam im Multiplayer geben. Endlich, Alter. Das heißt, wir werden das dann zusammen mal zocken. Ich hoffe, man kann auch eine Lobby aufmachen, kann dann Leute einladen und so einen Scheiß. Ich hoffe, die machen das nicht zu kompliziert. Soll irgendwann 2018 kommen, mehr haben sie jetzt nicht gesagt. Aber wir lassen uns überraschen. So, wollen wir die Story voll? 180 brauchen wir, ne? Unser bester Wagen hat 180. Ja, ich mach mal Start. Okay, mal gucken, was passiert. Was will uns der Gambler wohl sagen? Hey, ich wollte dich gerade... Tyler, der Konvoi-Job war übrigens gute Arbeit. Das hat mich schwer beeindruckt. Es ist unmöglich. Ich bin so beeindruckt, dass es mich inspiriert, eine Menge Geld auf euch zu setzen. Deine Crew hat das Zeug dazu, die Drift- und Drag-Rennen der Stadt zu beherrschen. Das heißt Shift, Lock und Riot Club. Besiegt ihre Bosse und ihr kommt dem Rush einen Schritt näher. Denkst du, ihr könntet das für mich tun? Oh, und sag deiner Freundin Jessica, jemand, den ich kenne, hat einen Job für sie. Eine VIP-Abholung. Ich schicke die Details, okay? Naja, sowas haben wir bisher noch. Guter Junge, war nett. Okay, der Gambler, der ist heiß. Neue Mission verfügbar. Wir knöpfen uns den Riot Club und Shift Lock vor. Das heißt, ich brauche einen Dragster. Gib Bescheid, wenn du einen hast, dann stimmen wir ihn ab. Wie sieht's bei dir aus, Mike? Ich kümmere mich selbst um meinen Wagen. Danke. Es wird Zeit für ein paar Trips. Oh, Jess? Der Gambler sagt dir was von einem Job für dich. Du müsstest die Info schon haben. Wirklich? Interessant. Ja. Ich muss ganz kurz erzählen, für alle Leute, die jetzt gerade hier zugucken und sich fragen, worum geht es. Erstmal wichtig, ihr könnt unter diesem Video die Playlist öffnen, da findet ihr also in der Beschreibung eine Playlist. Und da könnt ihr euch die Folge nach und nach geben. Wichtig ist, Folgendes zu verstehen, es ist so ein bisschen so eine Rache-Story, ja, die hier aufgezogen wird. So ein bisschen Too Fast Furious-like, aber jetzt auch nicht so übertrieben. Und von Tyler, das ist unser Hauptprotagonist, es gibt drei Charaktere oder vier. Genau, und jeder hat praktisch eine eigene... Klasse sozusagen. Es gibt den Drifter, dann gibt es jemand, der vor der Polizei abholt, abhaut und jemand, der hier, ne, wie der Tyler, ein bisschen was auf die Fresse raushauen will, der hier den Racheplan am Start hat und der hat seine ganzen Jungs zusammengebündelt und möchte auf jeden Fall, und seine Mädels natürlich auch, und möchte auf jeden Fall ein Statement setzen gegen das Haus. So, das sind die wichtigsten Informationen. Es sind, glaube ich, vier Charaktere, ne? Zwei Frauen und zwei Männer. Ich glaube, ich habe es richtig in Erinnerung. Es ist schon ein bisschen was her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und jetzt, der ist halt keine Ahnung vom Spiel. Ich habe es schon jetzt zwei, drei Monate nicht mehr gespielt und ich weiß es nicht mehr hundertprozentig und ich spiele relativ viele Games. Und deswegen das alles beisammenhalten ist ein bisschen schwierig. So, das erinnert mich übrigens an die Köln-Messe hier. Ich weiß auch nicht warum. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt neue feste Aufgaben bekommen und ich habe Bock auf jeden Fall mit dem Audi rumzupesen. Unser Wagen schafft sogar 173 und dann müssen wir mal darüber fahren, ja. Den Audi will ich auch noch gerne tunen, der ist nämlich übelst nice. Und wir sind, wie gesagt, relativ am Anfang der Story noch, aber ich versuche jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal ein bisschen hier voranzukommen. Was mich bei Need for Speed Payback immer noch stört, ist, dass die Stadt so leblos ist, ne? Das ist so schade. Weil die Welt ist ja übelst nice, aber man hätte mehr raus machen können. Oder? Agent heißt die Mission, okay. Was ist das? Speed Hunter ist der neue DLC, oder? Ja. Genau, das wollte ich auch noch kurz erklären. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Sachen für Multiplayer-Modus und neue Events in der Stadt und so weiter und so fort. Ja. Oh, ich bin falsch gefahren. Geil! Wie im echten Leben immer. Wie im echten Leben, da fährt er auch wie eine beschäftigte Sau. Warte mal, ich muss hier, oder? Yep, das ist ein Parkhaus. Ich muss doch nicht ins Parkhaus. Warte mal. Muss ich hier unten lang? Tatsache. Nee. Ich fahr einfach mal. Da war eine Plakatwand. Ey, warte mal. Die muss ich auch noch. Da muss ich auch noch drei von wegholen. Ach, wir machen das jetzt erstmal mit dem. Oh, man lässt sich so schnell ablenken mit dem Spiel, ne? Weil es gibt so viele Aufgaben, die man hier lösen kann. Die ist ja unfassbar. Die ist ja richtig unfassbar. So fahre ich auch immer einkaufen. Okay. Der Gambler hat dich in einer mysteriösen Auftrag...
Der Gambler hat dich mit einer mysteriösen Auftraggeberin in Kontakt gebracht, die deine speziellen Fähigkeiten braucht. Erste Mission, einen Fahrgast abholen und an sein Ziel bringen. Rechne mit Probleme. Ja gut, wäre auch langweilig, wenn es nicht so wäre, ne? Ein bisschen Action muss ja sein. Und wir können den Audi nehmen von, ja, boah, der sieht schon nice aus, ne? Ist ein richtig schöner Wagen. Nebenwette, drifte 300 Meter und entkomme. Okay, ja, gibt auf jeden Fall 7000 Credits. Wir brauchen Geld. Okay, los geht's. Gib Gas. Wer zur Hölle bist du? Miller, deine Fahrerin. Ramirez. Na dann, hallo Ramirez. Und da das jetzt geklärt ist... Mann, die Jessie ist immer Akku, oder? Die ist immer Akku drauf. Ah, denkst du kannst die Cops abschütteln? Save, Mann. Ich werde für eine Abholung bezahlt. Von Cops war niemals die Rede. Wir werden uns schon einig. Fahr einfach. Was immer du sagst. Oh, das wollte ich gerade machen. Oh, Alter, wie nice es aussieht. Also sorry Leute, dass ich gerade hier, geht sofort weiter, aber ich finde diesen Fotomodus, guck mal wie geil das, wenn du dann auch noch so machst, du kannst so geile Kamerafahrten machen, ne? Das ist richtig geil gemacht. Warte mal, ich mach mal hier so ein Bild. Zack. Oh, ich liebe das so, ich liebe das so, ja. Wie gefällt dir das? Okay, Mann. Ich glaub's nicht, das macht dir Spaß. Boah. Das zahle ich dir heim. Okay, der RS5 ist schon ein bisschen krasser zu fahren als der Golf. Du bist total irre. Na dann, Verfolgungsjagden kosten das Dreifache. Das Dreifache? Was? Du kriegst das Doppelte. Gut, ich fahr mal kurz ran. Warte, okay, das Dreifache. Fahr einfach weiter. Machen wir. 300 Meter muss ich driften. Ach ja, scheiße. Stimmt. Insgesamt, oder was? Über Verfolgungsjagden, ha? Du genießt das? Du etwa nicht? Ich dachte, du wärst ein Profi. Bist du? Hau ab! Nein? Oh. Dachte ich mir. Ich hoffe, sie haben Airbags. Klar, Mann. Oh, scheiße. Oh, wir haben den Drift immerhin abgeschossen. Ja, ist ja kein Problem. Ihr seid ja auch leichte Beute, liebe Cops. Schnüffelt immer einen Auspuff. Boah, wie schnell die mal sind, ne? Jetzt reicht's. Ja, Junge, mach mal Feierabend jetzt. Batz! Den ersten haben wir schon mal. Wie weit müssen wir eigentlich? Winkel 1:30, haben Sie eine Position aufgestellt? Echt jetzt, Leute? Ist schön, dass unser Audi halt überhaupt kein Schadensmodell hat. Ey, wir haben nur noch einen Cop hinter uns, oder zwei? Komm her, Junge. Oh. Ich weiß nicht, was sie in dir sieht. Dir geht's nur um den Kick. Keine Ahnung, wer sie ist. Um den... Ich werde bezahlt, der Rest ist mir egal. Ich werde bezahlt, der Rest ist mir egal. Wo kommt der denn auf einmal her? Erreiche den Fluchtpunkt. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Knapp eine Minute. Alter. Gib mir auf den Sack. Haut ab. Mach dich vom Acker. Oh, das war nice. Der möchte echt abtauchen, oder? So, wo wir gerade hier hinfahren. Junge, Junge, Junge. Versuchen die Verfolgung später wieder aufzunehmen. Welcher Polizist würde das denn sagen? Bam, Leute! Nice! Und ich glaube, wir haben sogar... Ja, du hast es geschafft. Wir haben die Challenge auch geschafft, Leute. Guck mal hier. Da kriegen wir noch 7000. 960 Meter sind wir gedriftet. Ziel war 300. Plus 7000 Credits. Wir müssen echt ein bisschen Geld zusammen sparen. Weil dann können wir nämlich unsere Autos mal richtig geil modifizieren und uns vor allem auch mal andere Autos kaufen. Und eine Speedcar. Das ist geil. Der Block. Kein Block. Ich weiß nicht. Bau den mal ein, oder? Den Audi können wir echt noch verbessern. Nice, Jess, Alter, die ist richtig geil drauf. Die fährt mit dem Audi wie geschnitten Brot. Okay. Ach, der sitzt ja noch drin. Oh, Gott sei Dank. Kannst du mich zum Unterschlupf fahren?
Oder kostet das auch extra? Nein, das kriegst du umsonst. Also die redet immer so aggressiv. Wie lange machst du das? Nein, das kriegst du umsonst. Seit meinem 19. Geburtstag. Also schon immer. Sieht ganz so aus. Eieiei. Was wollen diese Cops eigentlich von dir? Das Haus hat mich enttarnt und verraten. Du wurdest ins Haus eingeschleust? Du solltest echt mal mit meinem Boss reden. Aber wir haben schon mal wie das... Wie wird ein Mädchen wie du Fluchtwagenfahrerin? Ich habe mir einen Streifenwagen ausgeborgt, als ich 19 wurde. Oh, und dann? Dann hatte ich irgendwann 20 Cops im Nacken. Und meine Zeit an der Academy war vorbei. Meine Zeit an der Academy war vorbei. Ich wollte rebellieren. Und du bist irre. Sagt der Typ, der das Haus hintergangen hat. Das ist was anderes. Mann, 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 Mann. Also die Synchronisation hätten die deutlich besser hinkriegen können, wenn ich da mal ehrlich bin. Die redet immer so die Jess, als ob die wirklich jeden verprügeln will, ne? Vielleicht war die mal früher Wrestlerin. Wobei die ist ehemalige Polizistin, also so ein bisschen aggro. Boah, nice. Und da wären wir. Gut. Das war lustig. Agent, Missionserfolg. Oh, geil, das ist eine ganze Questserie mit der Jess hier mit dem Audi. Okay, neue Mission freigeschaltet. Ich will mal sagen, ich entscheide mich dafür, diese Story... Oh, Telefon. Ramirez hat mir viel über dich erzählt. Und nicht nur Schlechtes. Oh, du bist also meine mysteriöse Gönnerin. Ich wüsste einen Weg, dich zu beweisen. Interessiert? Ich schätze, Marcus Weir hat uns nicht ohne Grund zusammengebracht. Möglich. Ich schicke dir die Infos. Okay, also, ich sag dir mal, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es wird langsam interessant, weil wir uns langsam die ganzen Stories aufbauen. Wir machen jetzt, als erstes würde ich sagen, wir machen die ganze Jess-Story fertig, oder? Diese fünf Kapitel. Wobei das die Frage ist, können wir das einfach so machen? Weil das Problem ist, wir müssen unseren Audi ja immer weiter modifizieren. Und ich glaube, so einfach ist das gar nicht, weil wir brauchen natürlich Credits und so weiter. Nur wenn wir die Challenges bei den ganzen Aufgaben dann auch richtig mitnehmen und absolvieren, dann könnte das was werden. Naja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du in der nächsten Episode dabei bist. Check unbedingt die Playlist ab. Vielleicht ist die nächste Folge ja schon da. Die findest du unter diesem Video. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag und bis zur nächsten Episode von Need for Speed Payback.